fliegen? Juh, jetzt kann er auch fliegen, wenn du mit drauf bist. Hui. Ja, du kannst dich hier hinten aber auch umdrehen, ne? Und du kannst sogar vom Passenger Seat die Knarre ziehen. Ja, dann macht es auf jeden Fall übel Sinn, wenn man rote Gems farmen geht und so immer zu zweit. Auf dem Vieh erstmal jetzt. Ist besser. Ist ja alles rumrennen bei uns, Alter. Unglaublich. So, ich hau mal noch, ich hau mal einen Punkt in der Hilfe rein. Wir haben jetzt 5660. Ja, gibt 230 Leben für einen Punkt. Okay. Ist aber gut. Ja, ist in Ordnung. Also ich hau da, ich versuche natürlich das meiste Leben dann erstmal reinzuhauen. Dann mal gucken. So, Stamina brauchen wir auf jeden Fall deutlich mehr. 65. 1009. Also ungefähr 45 kriegt der Stamina. Okay, also Stamina müssen wir irgendwie auch noch ein bisschen pushen. Ja, wir brauchen aber auch Weight. Wir müssen ja mit dem auch ein bisschen Zeug farmen und so, dann rote Gems etc. Es tut voll weh, jetzt alles in Weight zu investieren. Also, es tut jetzt voll weh, irgendwie Sachen in Weight zu investieren bei dem, finde ich. Ach ja. Ich mach's mal Leben. So. Weißt du was? Ich werde mich jetzt mal ein bisschen leichter machen. Und weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Und dann können wir gerne mal Krabben jagen gehen oder so. Ich weiß es nicht, wenn du mitmachen willst. Schmeiß mal ein bisschen. Ja. Also viel hatte ich gar nicht dabei. Ja, aber ich... Weight 85,8. So ein Leichtgewicht war ich lange nicht mehr. Ja, doch ganz am Anfang, bis ich die ersten Steine sammle. Bis ich einmal Pickup mache. Rocky, komm! Oh. Na gut, mach du erstmal. Ach, Q an sich geht nicht, hä? Okay, also K. Nee, das war das Problem. Ui, das ist witzig. Jo, muss der Taste. Nee, Shift musst du gedrückt halten. Ich guck erstmal, was da alles geht. Ich fall wieder runter, wenn ich Shift festhalte. Fuck, mir ist aber auch runtergefallen. Ah, ne. Sehr komisch. Ja, das ist ein bisschen anders, ne? Als irgendwie Wingsuit und so. Ja, aber ich fliege irgendwie 10 Meter und fall wieder runter. Warte, lass mich mal. Ja, weil du auch Leertaste wahrscheinlich noch gedrückt hattest. Ah, das kann sein. Ui. Hä? Wieso? Okay. Okay. Ach krass, wie der dann halt echt nahtlos dann hier landet. Richtig gut. Oder es liegt gerade am Modus. Warte mal, wir haben ja gerade diesen Modus. Warte mal, ich mach den mal aus. Mal sehen, ob der jetzt mehr reinhaut. Auch was Damage angeht. Okay. Was ist das eigentlich, wenn ich C drücke? Moment. Du bist getarnt. Jo! Na, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wie fett. Also mich interessieren würde, ob die Attacke, ob der da mal Schaden macht oder so. Nee, das glaube ich nicht. So, okay. Hat das Stamina? Ah, das Stamina geht dadurch aber runter, wenn du im Tarnmodus bist. Jetzt müssen wir hochgehen, oder? Oder? Jetzt geht's wieder hoch. Probier mal aus, ob du im Tarnmodus fliegen kannst. Ja, gleich. So, Tarnmodus an. Lass mal gucken, ob Stamina wieder runter geht. Okay, du brauchst Stamina, wenn du getarnt bist. Macht aber Sinn. Ja, geht. Das ist cool. Ich glaube, du darfst nicht so lange nach oben fliegen, dann verliert er sofort an Höhe. Das war's, deswegen ist er mal runtergefallen, glaube ich. Das kann sein. Jetzt fliegt er relativ gut erstmal, wenn du so, wenn ich so hier mache. Ja, das ist Lootcrate. Lootcrate? Hinter uns. Alter. Flieg mal hin, hä? Wow! Ah, nicht genug Ausdauer. Stamina, alle. Alter, krieg du ein bisschen Schreck. Ja, shit, Alter, krass, du brauchst echt Stamina, brauchst du viel bei dem, wie es aussieht. Richtig.
Blueprint für eine Smithy. Blueprint für eine Smithy? Nice. Also ich geb denen erstmal Leben, was geht. Ich will den erstmal auf 10.000 Leben plus haben irgendwie. Also ich glaube, du bist mit Stamina besser bedient. Ja, Stamina auch. Aber der bringt halt viel aktuell. Ah, da hat er genau genommen nur eine Attacke, ne? Ja, der beißt, das ist nicht. Ja. Wir können ja mal probieren, den Fliegen anzugreifen oder so. Ach so, nee, du hast auch noch diese Dive-Bomb. Du kannst quasi auch schon ein bisschen landen und dann nochmal extra Schaden machen. Also ähnlich wie bei dem Greif. So einen Sturzflug machen und dann in so ein Vieh reincrashen, dann müsstest du eigentlich nochmal. Kann sein, dass du wieder was drücken musst, aber dann müsste der nochmal extra Schaden machen. Okay, wir probieren es mal da vorne. Irgendwas rum. Okay, ich hab den glaube ich nicht getroffen. Probieren Sie mal. Scheiße. Das wird interessant zum Steuern. Aber das macht mega Bock, weil der wirklich nahtlos da überall rangeht. Das ist total cool. Das fetzt übelst. So, da vorne das Schaf. Oder ist das ein Schaf? Und was leuchtet da? Ah, schon tot. Okay, shit. Sieht auf jeden Fall ultra stylisch aus von unten aus gesehen. Kann ich mir vorstellen. Alter! Siehst du mich? Ja, ich bin vor dem Baum. Ah, jetzt warte mal. Wenn ich, kann ich auch den Flugmodus irgendwie so ändern, dass er sich nicht automatisch in die Bäume haut? Das wäre auch ganz cool, wenn das ginge. Ah, hier unten sind blaue Kristalle, cool. Ah, das macht mega Bock, das ist Thema cooler als jeder Flugdino so von der Mechanik her. Und du bist Spaß. Das Gameplay. So, ich würde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen leveln. Und dann gucken wir mal, dann würde ich eigentlich gerne dann mit dem Macho nach unten machen wahrscheinlich, wenn ich mich ein bisschen dran gewöhnt habe. Aber das würde ich ungern alleine machen, da hätte ich gerne einen Wingman dabei, falls irgendwas schief geht oder so. Nee, also wenn du fliegst, kann das sich trotzdem. Was ich mal testen würde gerne ist, wenn ich getan bin, ob ich dann mehr Schaden mache mit der ersten Attacke oder so. Nee, mach ich nicht. Der bleibt sogar einfach so. Okay, bis dann. Ich hab einen Glowbug getötet. Greif mal irgendwas an und tarn dich und geh mal weg. Und guck mal, ob die Viecher dann die Aggro verlieren. Ja, die Aggro habe ich trotzdem. Oder? Ja. Nee. Nee, der greift nicht an. Der Skorpion, wenn ich jetzt rausgehe? Hier bin ich. Hä? Na, der hat Movement-Probleme, der Skorpion. Okay. Das ist ein doofer Skorpion, wie es aussieht. Okay, warte mal. Den Kano hier zum Beispiel. Stamina? Ja. Au! Hätte mich getroffen. Meine Füße kaputt gemacht. Sehr gemein. Okay, Stamina. Ach, warte mal, flieg mal zum See. Zum See?
Ja, flieg mal zum See. Muss ich die andere Richtung wieder, ne? Oh, den Fluss entlang. Also zurück zu unserer Base und dann den kleinen Fluss runter und dann links. Da ist eine Krabbe. Oh, die haben mich gecrappt. Bugs? Ja. Okay. Die können dich runtercrappen. Selbst von dem Vieh. Wie scheiße ist das denn? Achtung, Ravager. Gleich auf. Bin drauf. Krass, mir fast tot. Es ist natürlich heftig, dass sie dich da immer noch runtercrappen können, ey. Also vom Spiel her haben sie mich noch nie runtergecrappt. Nee. Aber vielleicht geht selbst das. Weil der so ein bisschen niedriger ist, so. Ich bin fast tot, ey. Krass. Ey, die Krabben sind fies. Ja. Übel. Tja, dann kann man mit denen ja gar nicht so gut Krabben fahren. Wie ich dachte. Ja, man kann einfach Attack My Target machen, ne? Das ist wahrscheinlich das Sicherste. Das würde damit gehen. So, hier ist der See. Jo, crash mal rein. In den See. Das sind wie viele Krabben, Alter, oder? Ja, nicht vielleicht nicht da, wo eine Krabbe ist, aber irgendwo such dir mal eine freie Stelle und crash mal rein. Okay. Ich vermute sowas. Soll ich richtig tief rein, oder was? Nee, du merkst, du mountest sonst von jedem Vieh ab, du kannst schwimmen. Stimmt, du hast recht. Ich meine, nicht so tief, dass wir ersaufen, ne? Wegen Oxy und so. Ja. Aber du kannst mit dem Vieh unter Wasser. Ach, stimmt, die alle anderen mounten ab, oder was? Ja, alles andere mountet ab. Alles, was fliegt. Okay, das ist cool. Ach, kann der, warte mal, kann der im Wasser starten? Nee, das ist ja zu krass. Bin gelaufen gerade bestimmt, oder? Weiß nicht. Probier's gleich nochmal. Das wäre natürlich richtig geil. Machen die ganzen Krabben da ein bisschen Angst. Warte mal. Yo! Krass! Der kann im Wasser abspringen. Hier sind übelst viele Kristalle. Alter! Wart ihr schon mal? Kann sein. Guck mal, überall. Alles voll. Ja. Das sind mindestens 15 Dinge. Vor allem auch große da oben. Was ist denn das? Was ist die Disc? Was? Ja, ja, hier. Okay. Kann er wenigstens kämpfen? Ja, ich will jetzt hier nicht getrankt werden. Ja. Ich hab übelst Panik, den zu verlieren. Das ist total krass, ey. Nee, das glaub ich. Habt ihr die Zipline optimiert? Ja. Das ist cool. Also, ich hab einmal versucht, schnell hochzukommen. Es hat ungefähr 4 Minuten gedauert. Also von der untersten Zipline zur höchsten. Aber es hat kein Ei mitgenommen, oder? Nee. War alleine gewesen. So, wir machen jetzt hier hoch. Wieso will denn der da runterlaufen? Lauf mal nicht so doof. So. Und weiter. Oh, ah, bin ich in den Baum gesprungen? Ja, das wollte ich.
Ja, ist noch nicht ganz so kontrolliert. Er ist noch jung. Er probiert sich noch aus. So eine Stunde Reihe an. Damit setz ich mal hier drauf, ey. Da hältst du nicht lange durch. Warte, wo ist der? Ich lande auf seiner Base, ich lande auf seiner Base, ich lande auf seiner Base. Nee. Doch nicht, scheiße. Oh, ist das da? Krass. Ist da etwa ein Drache auf meiner Base? Die ganze Nacht aus. Kann er irgendwie so brüllen oder so? Ah, das mit dem Springen ist schon mega episch. Reite du den mal, probier mal ein bisschen rum. Meine Nähe, ich will mir das auch mal angucken in voller Größe. Weil wenn du drauf bist, kannst du es überhaupt nicht einschätzen, weil der so weit weg ist. Achso, mit Rechtsklick kannst du so den Modus ändern. Ja, entweder, genau, Rechtsklick, entweder Modus normal oder dass du bald dran stecken bleibst, also kleben bleibst. Hm. Die ist, ich kann nicht mehr machen, das ist gut. Ja, Tatsache, ich kann das hier hinbauen, ey. Nice. Warte mal. Hier geht nicht mehr. Okay, wir müssen ein bisschen weiter runter wieder. So. Ich mache jetzt so das Höchste, was geht, ne? Ungefähr. Ja, und dort auch immer abspringen, das ist richtig nice. Bumm. Ja, drauf. Du musst ein bisschen weiter nach links. Wo möchte ich jetzt hoch? Jo, mach da. Alter. Wie bleibt er jetzt? Also auf jeden Fall dürfte der hier oben relativ sicher sein, so. Ah, die Zipline, die habe ich nicht bedacht. Ja, die müssen wir neu setzen. Aber das ist so ein schönes Zuhause. Ja. Und du wirst noch ganz viele Freunde bekommen. Wir müssen es doch mal schaffen, die Eier hochzubringen. Erstens das und zweitens, ich glaube, so viel Platz ist oben nicht, ne? Ja, hier passen schon ein paar drauf. So, ja. Wenn die ordentlich platzierst, kannst du hier viele draufsetzen. Ja. Jetzt mal 4 Stück. Definitiv. Ja. Nee, ich denke sogar mehr als 4. Aber es ist ja kein Problem. Du kannst ja theoretisch ohne Probleme noch mehr auf diesen Stein platzieren von diesen Plattformen. Mhm. Warte, ich komme mit drauf. Hey. So, du musst Shift gedrückt haben, ne? Oder wie? Wie ist das? Ja. Hey, hey. Okay, also hinsitzen ist echt. Hm. Ja, und wenn er dann die Richtung wechselt und hoch und runter klettert, dann ist. Naja. Ja. Alter. Ja, die Kuh an sich, die müssten die erst eigentlich mal einbauen. Das ist sonst wird's einem echt schlecht hier. Ach. Hat das okay, kannst keine Karl in sich? Nee, gibt's nicht. Okay, das sieht aber fett aus von hier unten, die Plattform da oben. Ja. Hat was, vor allem wenn da alles voll ist mit den Viechern. Ich weiß nicht, ob man die von da oben sieht. Ah, shit, vergessen. Moment, ich kletter auch. Etwas überambitioniert gewesen. Ah, das sieht so cool aus, wie der da hochkommt. Ja. Großartig. So. Bugs, bist du unten? Unter euch. Mich würde mal interessieren, ob man den sieht von unten aus. Warte. Aber müsste man ja, ich sehe da vorne einen Stego. Also müsste man den auch sehen. Ja, sieht man. Da guckt der Kopf drüber. Und sieht cool aus? Ja. Nice. Die Plattform müsste ein bisschen weiter nach links, dass die Mitte genau über dem über der Felsenmitte ist. Das geht, glaube ich, nicht. Du musst das ja, du snappst das ja an dem Felsenrand und nicht an der Felsenmitte. Okay.
Eigentlich sind die ja sogar so gedacht, dass du das, dass das zur Hälfte in dem Felsen drin ist, eher, denke ich. Na gut, dann mach die Krabbe mal alleine. Setz mich da nicht drauf. 80 Schaden macht die alle. Ja. Dann muss man auch mal hintertämen, ne? Ja. Bugs meine, wir sollten es mal mit dem Katapult probieren. Ja, scheiß Katapult für das. Ich glaube, die ist über 2 Level, die Krabbe. Kann man Katapult einfach so auf den Boden stellen oder muss man Foundation drüber sein? Jo, die ist 174. Was? Lass die leben, die tamen wird. Ja, Alter. Nee, mach kaputt. Mach kaputt, das ist der Level. Wir werden schon erinnern. Wir können auch versuchen, die zu tamen. Ja, ja, schon, okay. Ne? Krabben gibt's ja echt genug. Na ja, gut. Krabben gibt's ja wie Sand am Meer hier. Ey, greif weiter an, bitte. Du weißt, Stackboard. Hat er jetzt Stackboard gemacht? Mach mir ein bisschen Sorgen gerade. Schaffst du das? Er hat nur noch 5000 Leben. Jetzt macht sie nur 50 Schaden und meine 140. Meiner macht dreifach an Schaden, der muss doch gewinnen. Blutet die schon? Ey, das gibt's doch nicht! Okay, er hat noch ein bisschen Leben. Ey, die hat übelste Leben, die Krabbe. Brauchst du Hilfe? Weiß ich nicht. Hat er noch 4000 Leben, meiner. Ich kann mich nicht draufsetzen, weil sonst crappt die mich, dann bin ich tot. Ja. Aber ich glaub. Wo genau ist die? Wo ja, ich bin halt irgendwo am Fluss, keine Ahnung. 3400 Leben hat er noch. Das gibt's doch nicht! Wenn es zu eng wird, dann pfeifen hinter dir her und hau ab. Dann passt ich und pfeif. Ja, dann steckst du ab und fliegst du weg oder so. Ich weiß nicht, ob das. Ja, aber die blutet schon übelst. Okay, sie ist down, Alter. Ja, nur 2700 Leben. Mann, ey, mein Herz. So super viel XP hat das jetzt auch nicht gebracht, wie ich dachte. Die Krabben sind ja total krank, Mann. Also die Spinos, die gehen richtig ab, ey. Mit Erfahrungspunkten. Das ist kein also hier Spinos muss ich killen, ne? Mhm. Ja, ist besser als Krabben. Doch gemerkt. Ich habe vorhin 150er Spino gekillt, war easy und der hat 3000 XP gebracht. Okay, ich brauche ganz schnell eine Blume. Hier ist eine Blume. Oh. Nice. Heile mich. Oh, ist das angenehm. So, 10.025 Leben. Ich weiß ja nicht, wie weit das gehen soll. Das muss ich mir nur überlegen. 1.500 Waits ist halt auch nicht viel. Es ist halt echt perfekt, das Vieh, um rote Gems zu fahren.